Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, hier geht es um Patchwork-Quilten und um kleine Nähprojekte. Und heute geht es um, pabau, die allererste Freihand-Quiltübung. Aus dieser Quiltübung erstellen wir gemeinsam ein kleines Brotkörbchen. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke, wir legen los. Wir starten mit einem Sandwich. Unser Top hat eine Größe von 30 x 30 cm. Als Füllung nehmen wir Thermolan. Groß genug, sodass das Thermolan an allen vier Seiten unter unserem Top hervorschaut. Und unser Unterstoff ist noch ein Stück größer gewählt, sodass wir alle drei Lagen gut sehen können. Thermolan haftet ein bisschen. Wir brauchen also keine Nadeln, um das Ganze zu stecken. Wenn wir unser Sandwich fertig haben, nehmen wir das einmal mit zur Nähmaschine. An unserer Nähmaschine versenken wir einmal unseren Transporteur und wir stellen die Stichlänge auf 0. Warum? Dazu habe ich euch hier oben in der Ecke ein Video verlinkt. Damit das Ganze funktioniert, müssen wir die Stange unseres Füßchens herunterlassen, damit wir eine Fadenspannung bekommen. Wir müssen sie aber ein Stückchen höher halten, damit wir unser Sandwich noch bewegen können. Unser Füßchen hier an der Maschine ist ein normales Nähfüßchen. Beim Nähen funktioniert das ganz wunderbar, beim Quilten ist es nicht so gut zu gebrauchen. Wir nehmen unser Füßchen also einmal ab. Ein Füßchen, mit dem wir unseren Stoff frei unter der Maschine bewegen können, ist das Stopffüßchen. Es ist die einfachste Methode, um mit dem Quilten zu beginnen, weil unser Stopffüßchen immer ein bisschen springt. Es hält den Stoff zwischendurch immer fest. Für die unterschiedlichen Maschinen gibt es unterschiedliche Füßchen. Wir setzen unser Stopffüßchen ein. Unser Füßchen hat aber noch nicht die richtige Höhe. Manche Maschinen haben eine Zwischenstellung, mit der man das machen kann. Bei meiner Maschine ist ein kleiner Umbau nötig. Ich hebe einmal das Füßchen, setze eine zusätzliche Stichplatte an. Und damit der Druck gleich genau der richtige Druck zum Quilten ist, gibt es noch einen zusätzlichen Hebel, der meine Füßchenstange in eine mittlere Position einstellt. Meine Maschine ist damit quiltbereit. Ihr findet in eurer Gebrauchsanleitung die Beschreibung zu dem Gebrauch, zu dem Einsatz und zu dem Gebrauch eures Stopffüßchens. Wenn ihr das eingestellt habt, starten wir mit unserem ersten freien Quilten mitten auf unserem Patch. Als erstes holen wir unseren Unterfaden nach oben und vernähen dreimal auf der Stelle. Und nun brauchen wir nur noch loslegen. Aber wie? Wir möchten unseren Stoff unter der Maschine bewegen. Wir möchten, dass der Stoff exakt das macht, was wir von ihm wollen. Das heißt, unsere Hände übernehmen die Führung vom Stoff. Und unsere Nadel geht jetzt nur noch auf und ab. Unsere Nadel bewegt sich rauf und runter. Unser Stoff ist immer noch träge, bleibt immer noch liegen. Nur unsere Hände bewegen unseren Stoff. Und die Frage ist, wohin? Wir versuchen ein paar Schritte nach vorne. Wenn wir nun nähen, passiert da gar nichts. Wir bleiben auf der Stelle. Das heißt, wir nähen ein paar Schritte und schieben unseren Stoff ganz langsam von uns weg und landen im Stoff. Das war schon gar nicht so schwer. Die nächste Bewegung, die wir ausprobieren möchten, ist eine Links-Rechts-Bewegung oder rechts-links. Schaut, was ihr da lieber mögt. Das heißt, wir schieben unseren Stoff einmal zur rechten Seite und wir schieben unseren Stoff einmal zur linken Seite und wir schieben unseren Stoff zur Mitte. Und wir merken, dass wir am Anfang ganz unterschiedliche Stichlängen haben. Das ist am Anfang so und das ist normal und das ist gut, das ist okay. Da ist nichts gegen zu sagen. Mit der Zeit entwickeln wir ein Gefühl für das Tempo unserer Maschine und für das Schieben unseres Stoffes. Wir möchten dieses Gefühl herausfinden.
Es ist auch schwer, die Hände einfach auf den Stoff zu legen und zu sagen, wir schieben das Ganze. Es lässt sich nur sehr schwer schieben. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Das heißt, wir können einmal unser Sandwich greifen, denn wir haben ja ein kleines Sandwich, und versuchen das Gleiche nochmal. Wir schieben unser Sandwich ein Stück von uns weg und wir bewegen es wieder seitlich. Geht ruhig ein bisschen hin und her, dass ein Zickzackmuster entsteht. Und das Ganze geht von vorne los. Ein Stück gerade und eine rechts-links- oder links-rechts-Bewegung. Das ist schon ein bisschen leichter. Wir schieben und wir gehen seitlich. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn euch die Videos gefallen und ihr euch hier auf dem Kanal wohlfühlt, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und dann wandern unsere Hände auf einmal aus. Wir sind jetzt so weit an dem eigentlichen Nähgeschehen mit unseren Armen vorbei, dass wir gar nicht mehr richtig führen können. Wir halten einmal an, achten darauf, dass die Nadel im Stoff steckt und greifen um. Und die Nadel bleibt im Stoff. Und unsere erste halbe Reihe ist schon mal gequiltet. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, den Stoff zu führen. Die einfachste Methode ist der Einsatz von Quilthandschuhen. Quilthandschuhe haben eine Kunststoffschicht, eine grippige Kunststoffschicht, sodass ihr den Quilt ganz leicht mit den Fingerkuppen schieben könnt. Wenn ihr keine Quilthandschuhe zur Verfügung habt, ich verlinke euch unter dem Video diese Quilthandschuhe. Ich habe mittelgroße Hände und habe die Quilthandschuhe in groß bestellt. Die sitzen sehr bequem und gut. Ich verlinke euch das. Wenn ihr sehr schnell Quilthandschuhe haben möchtet, Gartenhandschuhe aus dem Baumarkt haben ebenfalls verstärkte Fingerkuppen. Das funktioniert auch ganz wunderbar. An diesem Punkt angekommen, schieben wir nun unseren Stoff weiter. Nadel im Stoff und wir drehen. Wir arbeiten uns wieder ein Stück hoch und kommen dann wieder in unsere Rechts-Links-Bewegung und zieht das so ein Stück. Zieht das weit rüber und kommt ein bisschen schräg nach vorne und kommt dann wieder zur Mitte. Ein Stück gerade, seitlich. Jetzt ist hier die Mittellinie. Wir quilten einfach weiter, als wäre das unsere erste Reihe. Es ist nicht wichtig, ob ihr ganz genau gerade arbeitet. Das ist ein ganz individuelles Muster. Das kann krumm und schief sein. Es kann unterschiedliche Stichlängen haben. Übt, versucht die Vor- und Rückbewegung und versucht die Seitwärtsbewegung. Nur darum geht es bei dieser Übung. Wir arbeiten uns mit unserem Stoff wieder unter unser Feld durch. Wir wickeln unseren Stoff ein bisschen zur Seite, klappen den ein bisschen um, sodass wir das gut greifen können und wandern ein Stück weiter. Nadel im Stoff. Drehen das Ganze, klappen das auf. Jetzt klappt das hier an unserer Maschine hoch. Das möchten wir nicht. Wir möchten bestimmen, wie der Stoff geführt wird. Das heißt, wir schlagen unseren Stoff einmal um. Und wir arbeiten uns wieder hoch und wieder zur Seite. Am äußeren Rand achten wir darauf, dass wir nicht über den Rand hinauskommen und dass wir unsere Lagen nicht zusammenschieben. Was auch immer passiert, es gibt kein richtig und kein falsch. So wie die Linie entsteht, so soll sie sein, so ist sie richtig. Wenn die Stichlängen unterschiedlich sind, das ist egal. Wenn ich ab und zu kleine Schlaufen dabei habe, die entferne ich später. Es gibt eigentlich gar nichts, das man als falsch werten sollte. Es geht einfach darum, findet heraus, wie funktioniert das, wie kann ich das Ganze unter der Maschine bewegen. Wie fühlt sich das für mich richtig an? Wann greife ich nach? Es ist kein in Stein gemeißeltes Muster.
Wenn sich das für euch gut anfühlt und ihr da gerade richtig Freude dran habt, dann ist das richtig. An diesem Punkt wandern wir einmal komplett an unserer gequilteten Fläche vorbei. Wir wandern an der halben fehlenden Linie vorbei. Und wir starten. Hier wandern wir an dem unteren Rand zurück. Bis zu unserer fehlenden Stelle. Und wir quilten unsere letzte Linie. Wir nähen dreimal auf der Stelle, heben unser Füßchen, senken unser Füßchen wieder ab und holen unseren Unterfaden nach oben. Und herzlichen Glückwunsch! Eure erste Freihand-Quilt-Übung ist fertig! Yay! Aus diesem Patch arbeiten wir nun unser Brotkörbchen. An unserem Patch schneiden wir die Fließeinlage zurück und wir arbeiten Briefecken ein. Wie das geht, dazu findet ihr hier ein verlinktes Video. Unseren Rand schlagen wir zur Mitte um und nähen ihn als Binding einmal fest. Das Ganze schaut dann so aus. Aus diesem Patch arbeiten wir unser Brotkörbchen. Die eingefasste Seite liegt oben und wir schlagen das Ganze einmal zusammen. Wir nähen beide Seiten einmal zusammen. Dabei achten wir darauf, dass wir ein paar Millimeter nach innen wandern, damit später nur unser gelber Stoff an der Naht zu sehen ist. Ich verwende eine Stichlänge von 2,5. So schaut das Ganze nun aus. Die grüne Seite außen, die gelbe Seite innen. Als nächstes möchten wir den Boden einsetzen. Dazu nehmen wir einmal eine Kante. Und das hier einmal ein bisschen mit dem Daumen, ein bisschen die Mittellinie einrichten. Wir nehmen unsere Kante, öffnen die Kante und schlagen die mittlere Naht zu unserer eingesetzten Mittellinie. Das Ganze drücken wir auseinander und wir messen an beiden Seiten 5 cm ab. Stecken es mit einer Nadel und wir nähen unsere 5 cm Markierung einmal ab. Wir achten darauf, dass wir diese Seiten nach außen schlagen, damit das nicht zu dick wird. Das Ganze wiederholen wir auf der zweiten Seite. Wir entfernen die Fäden und die Nadeln, klappen das Ganze einmal auseinander. Unser Boden ist eingearbeitet. Nun möchten wir noch diese Seiten hier ein bisschen festnähen. Das heißt, wir schlagen sie einmal nach außen, legen das Stück unter unsere Nähmaschine. Wir nähen auf unserer schon vorhandenen Naht einmal entlang. Jetzt brauchen wir unser Körbchen nur noch zu wenden. Wir arbeiten die Ecken aus. Innen ist unser Körbchen grün. Wir haben diese Laschen nach innen gelegt. Und außen ist unser Körbchen gelb mit einem grünen Rand. Pabang! Unser Brotkörbchen ist fertig. Klein, genau richtig für 2 Personen. Und dieses Brotkörbchen werde ich jetzt mitnehmen und mit meinem Mann gemeinsam zu Abend essen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ihr traut euch nun ans Freihandquilten. Es ist wesentlich einfacher, als ihr denkt. Legt einfach los, habt Spaß daran und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiternähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.